Das Schleifen von Aluminium und Aluminiumlegierungen gestaltet sich oft schwierig, weil die Schleifmittel, ob Schrubbscheibe oder wie hier in dem Fall Lamellenschleifscheibe, sich mit Schleifstaub zusetzen und verschmieren. Die Wirkung der Aluminiumtrenn- oder Schrubb- oder wie hier Lamellenschleifscheibe lässt dann stark nach. Es gibt ein Hilfsmittel, ein Alu-Schleifspray, mit dem man diese Scheiben einsprühen kann, damit dieses Kleben verhindert wird. Das Schleifbild vor und nach dem Sprühen sieht dann so aus. Ungesprühte Scheiben setzen sich beim Schleifen mit Aluminium zu. Besprühte Scheiben bleiben offen und aktiv beim Schleifen.